Mindset-Expertin aus Berlin und du bist hier bei Mindful Mindset Monday zum Thema, wie du deine mentalen Grenzen sprengen kannst. Schauen wir doch mal hier, ob ihr hier alle herfindet. Instagram, ich habe jetzt hier eine neue Halterung. Mal schauen, wie sich das hier alles zeigt. Cool, die ersten trudeln hier ein, super. Herzlich willkommen. Es geht darum, wie du deine mentalen Grenzen sprengst. Ich versuche nochmal kurz, sorry für das Hin und Her. Guten Morgen, Christiane. Super, ich wurschtel hier nochmal kurz rum und hoffe, dass das alles hält. Rosi ist dabei. Herzlich willkommen. Super, also es geht darum, wirklich nochmal zu schauen, wo beschränken wir uns im Kopf, wo bauen wir uns Grenzen und wo können wir und wie können wir diese Grenzen sprengen. Dazu habe ich ein paar Dinge mitgebracht, ein paar Punkte mitgebracht. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Wochenende und du bist gut erholt und freust dich auf eine sehr schöne Woche. Viele sind im Urlaub, kriege ich gerade mit. Viele sind verreist, trauen sich wieder raus. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles auswirkt und zeigt und ich hoffe, dir geht es jetzt richtig, richtig gut und du hast Lust, in eine wundervolle Woche zu starten. Also, wie gesagt, es gibt mentale Grenzen, natürlich. Ne? Wir haben einfach Überzeugungen, Gedanken, Dinge im Kopf, die uns zurückhalten, die uns nicht das erlauben, was wir uns eigentlich wünschen. Und da wollte ich gleich eine Frage an euch stellen oder an dich stellen. Was glaubst du denn, wo du noch mentale Grenzen erlebst oder wie erlebst du das auch? Also wie erkennst du, dass du eine mentale Grenze hast? Ah, jetzt kommt ihr alle reingetrudelt. Super, sehr schön. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich merke, dass ich in Gedankenschleifen hängen bleibe. Also, dass ich halt einen Gedanken immer und immer wieder denke. Und das ist meist ein Gedanke, der nicht hilfreich ist. Also, es ist meist etwas, was mich vielleicht in eine gewisse Form von Negativität bringt, was vielleicht abwertet, was vielleicht auch was negiert, also eine Situation ist, wo ich einfach nicht akzeptieren möchte, wie es ist und dann immer wieder überlege, wie es anders sein könnte oder wie ich vielleicht was anderes hätte sagen können, wie ich was anders hätte machen können. Das sind so Situationen, wo ich bemerke, wo eine mentale Grenze ist, wo ich halt einfach nicht so bin, wie ich eigentlich gerne sein wollte oder auch nicht all das anwende, was ich weiß. Also auch wenn ich euch jetzt hier sehr unterstütze mit Mindset-Impulsen und ganz viel weiß natürlich und Techniken habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich die auch immer perfekt anwende. Sag doch mal etwas, wo du auch erkennst, dass du eine mentale Grenze hast. Liebe Instagrammer, ich kann eure Kommentare innere Handbremse angezogen, sagt Ina. Okay. Cool, ich muss mir nochmal was überlegen hier mit dieser Technik. Ich finde einfach keine Lösung dafür, in zwei Kameras gleichzeitig zu gucken. Also, Christiane sagt, mit den Gedankenschleifen bin ich auch gut. Wir haben zu Hause gerade ziemlichen Stress mit einem anderen Eigentümer. Das lässt mich kaum noch gut schlafen und auch heute beim Joggen drehten sich meine Gedanken immer darum. Genau, und das ist halt die Frage, wie hilfreich ist das denn letztlich? Ne? Womit unterstützen wir uns? Also sind das Gedanken, die uns helfen, eine Lösung zu finden? Oder, und so klingt es auch bei dir, Christiane, sind das einfach Mechanismen unseres Gehirns, dass es halt immer wieder diese Gedanken anbietet und wir steigen immer wieder darauf ein, ohne dass es halt wirklich hilft? Ne? Und da können wir halt schauen, wie fühlen wir uns, wenn wir diese Gedanken denken und was machen wir dann, was machen wir nicht, wohin führt das letztlich? Also, das ist der erste Schritt auch, ne? Erkenne deine Grenzen und auch wirklich mit einer Neugier darauf zu schauen und zu sagen, also das auch gar nicht zu bewerten und zu sagen, oh nein, jetzt hänge ich in der Gedankenschleife, ich mache schon wieder alles falsch, Julia hat doch gesagt, wir sollen nicht in der Gedankenschleife hängen. Wie gesagt, mir passiert das auch ständig, das ist eine ganz normale Funktion des Gehirns oder vielleicht auch sowas, was wir als Fehler verstehen können. Das ist nett gemeint von unserem Gehirn, aber es ist halt nicht hilfreich. Ne? Es bringt uns halt nicht
das Gefühl, was wir fühlen wollen. Es bringt uns in der Regel nicht die Lösungen, die wir erarbeiten wollen oder nicht die Handlungen, die wir vollziehen wollen. Es ist halt einfach nur eine Beschäftigung, dass wir immer und immer wieder daran kreisen. Und vielleicht kennst du das auch, dass dein Verstand halt immer wieder mit dir in die Zukunft reisen möchte, wie sich etwas entwickeln kann, positiv oder negativ, oder in die Vergangenheit reist und halt einfach dir anbietet, wie du früher schon hättest anders handeln können, denken können, fühlen können. Das Problem ist halt, wir können es ja nicht mehr ändern. Die Vergangenheit war ja schon und die Zukunft ist noch nicht passiert. Und deshalb ist es auch ein Ansatz, halt immer wieder in die Gegenwart zu schauen und zu sagen, was kreiere ich denn jetzt mit meinen Gedanken? Und dieses Bewusstsein einfach zu schärfen und zu bemerken, interessant, ich hänge gerade in einer Gedankenschleife, die mir nicht hilft. Ich grübel über die Vergangenheit nach, die ich nicht ändern kann. Ich denke an ein Szenario in der Zukunft, was negativ ist oder was so das Worst-Case-Szenario ist. Was kann ich denn jetzt tun, um diese Grenze zu sprengen, um diese mentale Grenze aufzulösen? Genau, Christiane sagt, natürlich ist das nicht hilfreich, aber bei Ungerechtigkeit sehe ich einfach rot. Genau, und da geht es auch nur, das zu erkennen, wirklich zu schauen, okay, ich glaube, dass hier Ungerechtigkeiten vorliegen, da werde ich dann wütend oder da bin ich enttäuscht vielleicht auch von den Beteiligten oder was dann auch immer da drin steckt, das wirklich genau zu beobachten und diese mentalen Grenzen, die du erkennst, halt mit Neugier zu erforschen, als wärst du dein eigenes Versuchskaninchen und da zu schauen, so spannend, was mein Gehirn da mit mir macht, spannend, was ich da so für Gedanken entwickle. Was davon stimmt denn eigentlich wirklich? Und was ist eine Interpretation von mir? Was ist eine Bewertung von mir? Was sind halt wirklich die Fakten? Und da einfach auch von dir nicht zu verlangen, dass du anders bist, als du bist, oder dass du anders denkst, als du denkst. Das machen wir dann im Späteren. Aber erstmal all das anzunehmen, wie es ist, und auch all das zusammenzutragen, all die Gedanken mal wirklich genauer anzuschauen und zu sehen, so, das ist nicht nur ein Gedanke, sondern das sind 50 Gedanken, die ich zu dieser Situation habe, und die wirklich zu erkennen und zu beobachten. Sina sagt, manchmal lasse ich mich von Menschen stoppen, die mich noch aus Zeiten kennen, als ich diese Grenzen auch wirklich noch hatte. Sie haben meine Entwicklung nicht erkannt und ich laufe Gefahr, in alte Muster zu verfallen. Genau, und das liegt dann auch gar nicht an den Menschen unbedingt, sondern das liegt auch daran, dass du dich dann an diese alten Verhaltensmuster erinnerst, bewusst oder unbewusst, und auch beginnst, wieder Gedanken zu haben oder diese mentalen Grenzen quasi wieder hochzuziehen, obwohl du die eigentlich schon abgelegt hattest. Und das ist dann so ein interessantes Spiel, ne? Dass man dann schaut, was machen die Umstände mit uns, was macht die Situation mit uns, was macht eine bestimmte Begegnung mit einem Menschen mit uns. Aber niemand hat halt Kontrolle über unsere Gedanken, über unser Gehirn. Und deshalb ist es wichtig, da auch zu schauen, was machen wir denn mit uns? Ne? Welche Gedanken nehmen wir denn an? Es ist tatsächlich immer ein Angebot unseres Gehirns, dass wir bestimmte Gedanken denken können, aber wir können uns auch bewusst dagegen entscheiden. Im ersten Schritt, wie gesagt, geht es darum, diese Grenzen zu erkennen, die mentalen Grenzen zu erkennen, zu schauen, was denke ich da und wo ist es nicht hilfreich? Wo hilft mir das nicht? Wo unterstützt mich das nicht? Wo erkenne ich mich aus alten Mustern wieder? Genau das, was du gesagt hast, Sina, ne? Da halt einfach mal zu forschen und auch zu erkennen, dass das alles mal seinen Grund hatte, alles auch eine Funktion hatte, auch diese alten Verhaltensmuster oder wie Christiane das auch gesagt hat, wenn Ungerechtigkeit auftaucht, dass du dann rot siehst, auch das ist ja, ne, da kann man ja auch schauen, wo betrifft es dich wirklich, wo betrifft es dich vielleicht nicht, warum ist dieser Mechanismus da, warum reagierst du mit einer bestimmten Emotion auf bestimmte Fakten, und das ist halt total spannend, das mal genauer zu untersuchen und zu erforschen und auch einfach mal anzunehmen, wie es wirklich ist und dann zu sortieren, was dient dir denn noch, was ist wirklich hilfreich und was dient dir nicht, was würdest du gerne ablegen. Und ich habe in meinem allerersten Mindful Mindset Monday eine kleine Geschichte erzählt von der weißen Tigerin Mohini. Und die wollte ich jetzt gerne nochmal wiederholen, 100x Folgen später, weil ich das so schön plastisch finde,
wie mentale Grenzen sich zeigen. Und es gab mal ein Geschenk eines indischen Maharajas, der gesagt hat, hier, liebe Stadt Washington, ich schenke euch eine weiße Tigerin. Und die hatte halt noch kein großzügiges Gehege und wurde dann erstmal in einen Käfig gesteckt, der 4x4 Meter groß war. Und die Tigerin, wie man das halt so kennt, ne, aus den Zoogeschichten, das war irgendwie in den 70ern, das waren noch die nicht tierfreundlichsten Bedingungen. Da ging es halt darum, dass ihr natürlich ein schöneres Gehege gebaut wird, aber sie lief halt an diesen Zäunen, an diesen Stängen und an dieser Abmessung von 4x4 Metern lang, schaute hinaus und hat diese Begrenzung halt wirklich verinnerlicht. Und irgendwann wurde dann das Gehege, dieses wunderschöne Gehege mit Hügeln und Wasser und größerem Auslaufgebiet für sie eröffnet. Und das Spannende war und das Überraschende war für alle Beteiligten, dass Mohini direkt zu einer Mauer lief und dann wirklich bis zum Rest ihres Lebens nur an dieser Mauer sich entlang gehangelt hat, weil sie zu lange in dem Käfig war und zu stark verinnerlicht hatte, dass das ihre Grenze war. Und genau so funktionieren mentale Grenzen für uns auch, dass wir manchmal gar nicht erkennen, dass wir im Prinzip jegliche Freiheit haben, über diese selbstgezogene Grenze hinauszugehen und gar nicht sehen, was da noch Wunderschönes auf uns wartet, wenn wir diese mentale Grenze sprengen und wenn wir uns einfach trauen, über diesen Radius hinaus uns zu bewegen. Gedanklich, emotional, auf der Handlungsebene, was auch immer. Und das finde ich total wichtig, das auch zu erkennen und zu sehen, ich ziehe hier eine Grenze, hier ist eine Grenze, warum die auch immer da ist. Und dann zu entscheiden, möchte ich, dass die Grenze da bleibt, hilft die mir? Oder möchte ich sie verschieben und was möchte ich damit erreichen? Und auch wenn das vielleicht schmerzhaft sein kann, zu erkennen, dass da eine Grenze ist oder eine Grenze war, ist es halt trotzdem total hilfreich, sie zu verschieben. Und da kannst du für dich jetzt auch mal schauen, wo würdest du denn zum Beispiel gerne mutiger sein oder wo würdest du gerne selbstbewusster sein? Wo willst du vielleicht auch mehr von dir erwarten und das auch umsetzen? Schreib das gerne mal in die Kommentare, wenn du da ein Beispiel hast. Ja, Sina, bei dir könnte das vielleicht sein, dass du dich von den Menschen nicht mehr stoppen lässt, ne? Dass du das nicht annimmst, was die Menschen dir entgegenbringen und nicht bestätigst sozusagen, was sie von dir annehmen, sondern deine Grenzen auch nochmal ganz anders zeigst oder deine verschobenen Grenzen zeigst und erkennbar machen lässt, dass du dich wirklich verändert hast. Ja, und dieses Potenzial zu erkennen, was du noch nicht ausschöpfst, das ist halt der allererste Schritt, einfach mal wirklich zu sehen, wo bewege ich mich eigentlich, was ist mein mentaler Käfig, den ich mir gebaut habe und dann zu entscheiden, diese Grenzen abzubauen und die Weite anzunehmen und auch das Potenzial dann auszuschöpfen. Das ist der Anfang deiner Veränderung. Und ich verbinde das ganz stark mit Mut, ne, mit der Bereitschaft, Risiken einzugehen, der Entscheidung, selbstbewusster zu sein. Und das ist auch etwas, was wir trainieren. Ne? Wir kommen alle genauso selbstbewusst oder genauso wenig selbstbewusst auf die Welt. Und da auch zu erkennen, dass das wirklich eine Fähigkeit ist, eine Fertigkeit ist im Prinzip, die wir lernen können und die auch dadurch entsteht, dass wir Dinge umsetzen, die wir uns vornehmen, Dinge umsetzen, die wir uns wünschen. Ne, ganz, ganz wichtiger Punkt. Super, also ihr seid hier sehr zögerlich in euren Kommentaren. Vielleicht kommt ja noch was, aber ich mache einfach mal weiter. Das Zweite ist, wo ich auch, vielleicht hast du es gemerkt, immer mehr drüber spreche, ist halt wirklich zu wissen, wie dein Gehirn funktioniert. Also zu erkennen, dass nicht in dir der Fehler liegt oder dass bei dir was kaputt ist, sondern dass du erkennst, du hast halt einfach ein menschliches Gehirn und dieses menschliche Gehirn sorgt dafür, dass du immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällst. Ich sehe das sehr oft, dass meine Coaches sich dann auch ganz stark bewerten, ne? Also die Kunden und Kundinnen, mit denen ich arbeite, dass sie dann sagen, oh, ich müsste viel disziplinierter sein oder ich müsste viel mehr leisten oder ich müsste schon längst viel
viel sichtbarer sein, ich müsste viel mehr machen, eigentlich hätte ich mich schon längst von meinem Partner trennen sollen oder was auch immer. Ne? Aber weil wirklich zu erkennen, dass das Resultate sind aufgrund deiner Gedanken und aufgrund der Funktionsweise deines Gehirns, dass es dir immer wieder Gedanken anbietet, die du schon oft gedacht hast. Das sind halt dann irgendwann Überzeugungen geworden. Das sind vielleicht auch limitierende Glaubenssätze, die dich zurückhalten. Aber auch da zu erkennen, das ist ganz normal. Das ist ganz, ganz menschlich. So funktioniert unser Gehirn. Unser Gehirn ist darauf programmiert, dass es so effektiv wie möglich ist. Dass es uns abhält, Schmerzen zu erleben und dass es uns immer wieder in Dinge hinbringt, die halt einfach Spaß machen, die Lust machen, die einfach sind, die leicht sind. Und das zu verstehen, finde ich total wichtig, dass dieser Bereich von Schuld oder Scham oder diese Idee, dass du eigentlich anders sein müsstest, als du bist, dass das wegfallen kann, dass du das loslassen kannst und verstehst, es ist alles okay, so wie es ist. Mein Unterbewusstsein will, dass ich schnelle Entscheidungen, impulsivhafte Entscheidungen aufgrund meiner Gefühle treffe und das ist nicht immer hilfreich. Ne? Aber es ist mein Unterbewusstsein, das funktioniert so, das funktioniert bei allen so und das zu wissen, hilft halt ungemein, dass du auch erkennst, du bist nicht falsch programmiert, da ist kein Fehler im System. Im Gegenteil, du funktionierst genauso, wie du funktionieren sollst. Das ist alles funktioniert super. Es geht nur darum, dass du jetzt dein Gehirn wirklich mehr zu deinem Vorteil einsetzt, verstehst, wie es funktioniert, weißt, wie es funktioniert und dass du dann in der Lage bist, es wirklich mehr zu deinem Vorteil zu nutzen, dass du in der Lage bist, auf die Gedanken einzusteigen, die du denken möchtest und auch zu verstehen, wenn du das nicht machst, dass das auch nicht schlimm ist, sondern dass du halt einfach wieder diesen klassischen Mechanismen gefolgt bist. Es ist schwerer, den rationalen Teil unseres Gehirns zu nutzen, dieser präfrontale Kortex, ne, wo wir halt rationale, sachliche, geplante Entscheidungen treffen. Das ist in dem Moment, wo wir planen zum Beispiel, ist es total einfach. Aber wenn wir dann die Planung umsetzen, wird unser Gehirn uns immer anbieten, dass wir jetzt gerade keine Lust dazu haben. Vor allem, wenn es etwas ist, was uns schwerfällt, was uns Angst macht. Wenn das Aufgaben sind, privat oder in deinem Business, die dich halt aus deiner Komfortzone bringen. Da wird dein Gehirn immer erstmal dagegen sein. Aber du hast halt die Kontrolle und du hast immer noch die Entscheidungsmöglichkeit oder die Entscheidungshoheit zu sagen, okay, ich sehe diesen Gedanken, ich verstehe dich, liebes Gehirn, danke für die Warnung, aber ich entscheide mich trotzdem. Ich mache es trotzdem, auch wenn ich Angst habe. Ich mache es trotzdem, auch wenn in mir mulmig dabei ist. Ich mache es trotzdem, auch wenn ich nervös dabei bin. Und da wirklich zu wissen, es geht allen Menschen so. Alle Menschen haben Gefühle aufgrund ihrer Gedanken. Und wenn diese Gedanken nicht schlau gewählt sind, sondern impulsiv wahrgenommen werden, vom Unterbewusstsein ausgesendet werden, aus den alten Verhaltensmustern kommen, dann können wir halt uns bewusst dagegen entscheiden. Aber das braucht Training. Das ist wirklich wie ein Fitnessstudio oder wie Sport. Ne? Du erwartest ja auch nicht von dir, wenn du einmal zum Sport gehst, dass du irgendwie 3 Tage später voll das Muskelpaket bist, sondern du weißt, dass es halt einfach ein bisschen dauert, bis die Muskeln wachsen, dass du regelmäßig trainieren darfst, dass du regelmäßig dranbleibst und dass dann deine Kondition und deine Muskulatur entsprechend stetig anwächst. Und dieses Wissen ums Gehirn, das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um mentale Grenzen zu sprengen. Also Punkt Nummer 1 war wirklich die mentalen Grenzen überhaupt zu erkennen und zu wissen, was das bedeutet. Und Nummer 2, dieses Wissen, wie dein Gehirn funktioniert. Na, dass du diese 2 Punkte auf jeden Fall schon mal parat hast. Und weißt, okay, so tickt mein Gehirn, ich kann es lernen, mein Gehirn mehr zu meinem Vorteil einzusetzen. Da mache ich auch noch ein Mindful Mindset Monday die Tage dazu, was das genau heißt. Und dann ist der 3. Punkt meiner Meinung nach, ist die Stille und Zeit mit dir allein. Also wirklich die Entscheidung, in die Selbstreflexion zu gehen, die Entscheidung, in die Mindset-Arbeit zu gehen und die Entscheidung, dich nicht ablenken zu lassen, sondern wirklich mal zu schauen, was in deinem
was in deinem Kopf los ist. Julia sagt, ich finde solche Selbstgespräche mit meinem eigenen Gehirn sehr schwierig. Ja klar, das ist halt, allein das ist natürlich auch eine Übung, ne? Und da auch zu verstehen, dass du die Beobachtende bist, ne? Also du bist natürlich diejenige, die denkt, aber du bist nicht diejenige, die als erstes entscheidet, was du denkst. Also du kriegst halt diese Angebote vom Gehirn, ne? Dass halt einfach 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag durch deinen Kopf gehen. Und du bist diejenige, die das einfach beobachten kann und auch gar nicht bewerten muss. Aber das, was wir halt lernen und das, was wir tun, ist halt, dass wir darauf einsteigen und sagen so, oh, das ist ein schöner Gedanke, den picke ich mir jetzt mal raus, dann geht's mir gut. Oder, oh, das ist ein negativer Gedanke, den picke ich mir jetzt mal raus, dann geht's mir schlecht. Na, das, auch das läuft natürlich unterbewusst ab. Das ist halt einfach aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund unserer Glaubenssätze, dass wir da halt sehr schnell reagieren. Aber das ist genau der Teil dieses Beobachten, dieses erstmal so einen Schritt zurückgehen und schauen, was passiert denn da eigentlich, und dann in den Dialog gehen. Ne? Und das ist halt, wie du normalerweise auch ein Selbstgespräch führst. Ne? Da kennst du wahrscheinlich auch, dass du manchmal mit dir debattierst. Und du kannst aber auch über normale Gedanken debattieren. Also du kannst wirklich es dir vorstellen, dass dein Gehirn da steht und dir diese Gedanken halt anbietet, wie dir jemand vielleicht Essen anbietet oder ein Getränk anbietet. Und dann kannst du sagen, danke, möchte ich nicht, ich habe gerade keinen Hunger, ich habe gerade keinen Durst, nee, das gefällt mir nicht, das schmeckt mir nicht, danach geht es mir nicht gut. Oder ja, das nehme ich gerne und danach fühle ich mich wohler oder damit fühle ich mich wohler. Aber auch da ist nochmal wichtig zu wissen, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt ständig super fühlen, sondern es geht darum, dass wir halt unser Gehirn trainieren, dass es mehr zu unserem Vorteil agiert. Also das Gehirn können wir ja nicht ändern. Das ist halt einfach so, diese Grundstrukturen können wir nicht ändern. Die funktionieren so, wie sie funktionieren. Und das ist auch super so. Das hat ganz, ganz viele Gründe und hilft uns auch in vielen Situationen, dass wir alles unterbewusst machen. Wir wollen ja jetzt nicht beim Autofahren ständig jeden Befehl einzeln ausführen oder beim Fahrradfahren und ständig daran denken, was wir jetzt tun müssen oder nicht. Diese Automatismen, die wir lernen, sind halt mega, mega hilfreich. Aber wir wollen halt in bestimmten Situationen, wo wir über uns hinauswachsen wollen, da ist halt dieses Selbstgespräch sehr schwierig. Okay, also du sagst, das aktive Beobachten, genau, und dazu, deshalb sind wir jetzt auch bei Punkt 3, das ist halt diese Zeit mit dir allein oder die Zeit in der Stille. Die meisten meiner Klienten verbringen nicht mal ein paar Minuten allein. Ne? Und selbst wenn du alleine im Raum bist, bist du am Telefon oder bist du am Rechner oder hast ein Buch da oder hörst Musik, du bist halt immer irgendwie abgelenkt. Und das hilft dir natürlich nicht, in den Dialog mit deinen Gedanken zu gehen oder in dieses Beobachten erstmal zu gehen. Und das ist auch eine Übung, die ich immer weitergebe, ist, dass du dich einfach mal hinsetzt und aufschreibst, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Das ist ein Ansatz, gibt es von Julia Cameron, die Morgenseiten, dass du halt morgens aufstehst und erstmal runterschreibst, was alles in deinem Kopf ist. Alle Banalitäten, alle Aufgaben, die du vielleicht im Kopf hast, alle, keine Ahnung, Sachen, die du einkaufen willst. Also wirklich alles wild durcheinander, aber halt auch alle Bewertungen, alle stimmungsmachenden Gedanken, alles, was einfach in deinem Kopf da ist, dass du es einfach mal frei runterschreibst. Und genauso kannst du das auch zu einem bestimmten Thema machen, dass du halt dir eine Seite, eine DIN A4-Seite nimmst und dann sagst, okay, wie fühle ich mich denn jetzt im Hinblick auf diese Person, mit der ich glaube, gerade einen Konflikt zu haben? Ne? Bei Sina hatte ja jetzt das Beispiel von Menschen, die sie halt aus alten Kontexten kennen. Da nimm dir mal eine Seite und schreib mal alle Gedanken auf, die dir dazu einfallen, die du dazu hast. Ne? Bei Christiane war es jetzt diese Auseinandersetzung mit einem anderen Eigentümer. Auch da mal zu schauen, ne, was für Gedanken habe ich überhaupt dazu? Und da so bringst du dir das Beobachten halt bei, dass du dir Zeit nimmst für deine Selbstreflexion, dass du dir Zeit nimmst, deine Gedanken wahrzunehmen, deine mentalen Grenzen zu erkennen
und dann das runterzuschreiben. Ich nenne das Gedanken-Download, dass du da halt wirklich einfach mal runterlädst, also wie so ein kleines Programm sozusagen aus deinem Kopf runterlädst. Und dadurch entsteht auch wieder Platz in deinem Kopf. Dadurch werden auch Gedankenschleifen durchbrochen, weil du denen auch Raum gibst, weil du sagst, okay, ich schaue mir diese Gedankenschleifen jetzt mal genauer an. Ich denke die nicht nur Schleife für Schleife für Schleife und hänge darin fest, sondern ich gucke mir das jetzt mal ganz genau an und gucke, was dieser Gedanke mit mir macht, was diese Gedankenschleife mit mir macht. Und als ersten Schritt auch wirklich erstmal nur zu schauen, was ist denn faktisch beweisbar? Also was kannst du vor Gericht darlegen und beweisen? Was ist alles Interpretation und Bewertung? Allein das mal auseinanderzudröseln, das hilft schon total. Da kommen schon total viele Erkenntnisse, wo du siehst, wow, ich bewerte mich selber da ganz stark oder ich bewerte andere da ganz stark. Christiane sagt, diese Gedanken sollten dann besser niemand lesen, sind nicht nur nette Gedanken. Nee, klar, natürlich sind es auch, also sind auch teilweise furchtbare Gedanken, auch uns selber gegenüber in bestimmten Situationen, aber natürlich auch anderen gegenüber. Ihr könnt die dann auch schreddern oder verbrennen oder was auch immer. Da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass die irgendwie aufgehoben werden müssen, sondern es geht darum, wirklich zu erkennen, was in deinem Kopf los ist. Und dann kannst du halt das genauer sortieren und sagen, okay, natürlich, wenn ich denke, dieser Eigentümer ist das Schlimmste, was unter der Sonne an Menschheit da ist, weil ich glaube, das ist alles ungerecht, wie er sich verhält oder was er da fordert oder was auch immer, dann wirst du dich nicht gut fühlen. Und das ist halt dieses... auch der Schlüssel dazu, dass du dich dann besser fühlst und warum es so wichtig ist, die mentale Grenze zu erkennen. Wir erschaffen für uns die Gefühle aufgrund unserer Gedanken. Also wir können jemanden abgrundtief verabscheuen und ganz viele negative Gedanken haben. Wer sich wirklich schlecht fühlt, sind wir selber. Und das ist halt genau der Punkt, genau umgekehrt. Du kannst halt entscheiden, jemanden zu lieben und diese Liebe spürst du dann aber selber. Du kannst entscheiden, jemanden wertzuschätzen und anerkennen und diese Wertschätzung und Anerkennung spürst du selber. Und deshalb ist diese Arbeit so wichtig, weil wir Gefühle für uns erschaffen, die wir glauben, dass wir sie halt dem anderen Menschen entgegenbringen, aber wir erschaffen die halt für uns selber und wir fühlen uns selber und die Idee ist halt, dass wir uns mindestens 50-50 gut fühlen, also dass wir uns zu 50% im Leben gut fühlen, dass wir uns zu 50% im Leben vielleicht nicht so gut fühlen, weil es auch genug Situationen gibt, wo wir uns gar nicht gut fühlen wollen. Und überhaupt das Leben halt einfach passiert. Das Leben ist halt nicht nur gut, sondern es hat den Kontrast von gut und schlecht und damit halt umgehen zu können. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich Zeit mit dir selber zu verbringen. Nimm dir 10 Minuten Zeit am Tag und schreib all deine Gedanken herunter und schau mal, wo erkennst du da eine mentale Grenze? Wo erkennst du da etwas, was negative Gefühle kreiert? Und ist das etwas, was du behalten möchtest? Trauerst du vielleicht gerade um einen verlorenen Menschen? Natürlich möchtest du dann auch weiterhin traurig sein. Aber auch da ist die Frage, wie lange möchtest du das machen? Und da geht es wirklich darum, dir diese Chance zu geben, deine Gedanken zu erkennen, sie zu erforschen, deine mentalen Grenzen zu erkennen und dann nicht einfach wie die weiße Tigerin Mohini immer deine 4x4 Meter sozusagen weiter zu gehen, deine Begrenzungen abzuschreiten, sondern zu sagen, nein, ich möchte diese Grenzen verschieben, ich möchte bewusster denken, ich möchte bewusster entscheiden, wie ich auf eine bestimmte Situation schaue. Ich möchte bewusst die Fakten von meinen Emotionen trennen können. Und das schaffst du nur, wenn du konzentriert Zeit mit dir selber verbringst und in die Reflexion gehst. Und deshalb würde ich sagen, nimm dir mindestens 10 Minuten, gerne mehr Zeit. Vielleicht hast du sogar eine Stunde, die du mit dir alleine verbringen kannst. Und schau einfach mal, was wirklich in deinem Kopf los ist, was erschaffst du damit und wo kannst du Grenzen sprengen. So, Amke sagt hier noch, meine momentane Blockade, ich treffe nicht auf die Menschen, die wirklich bei mir kaufen möchten. Ich habe übliche Preise und kenne viele erfolgreiche Kollegen, aber die Interessenten, die zu mir finden, kaufen dann
oft doch nicht. Und ich denke inzwischen auch oft schon von vorhinein, ach, das wird von dem bestimmt zu, das wird dem der bestimmt zu teuer sein. Das ist ganz schön limitierend und ich drehe mich damit im Kreis und finde den Ausgang nicht. Genau. Und da würde ich sagen, schreib mal alle Gedanken runter, Amke, die du zu diesem Thema hast, weil es sind mich mit Sicherheit mehr als, ach, das wird dem zu teuer sein. Und wenn du das denkst, wie fühlst du dich dann? Was machst du dann? Was machst du nicht? Und was ist das Ergebnis davon? Und ich verspreche dir, dass das Ergebnis ist, dass du bewusst oder unbewusst steuert, dass derjenige nicht überzeugt ist von deinen Preisen und von deinen Produkten und Angeboten. Na, und deshalb ist es so spannend, da auch zu schauen, wie kann ich das sprengen? Aber erstmal wirklich zu beobachten und auch die negativen Gefühle den Raum zu geben, wenn sie dann da sind. Genau, Christiane macht jetzt auch direkt einen Gedankendownload. Ja, das wäre auch eine kleine Hausaufgabe für euch. Also schnapp dir mal ein Thema und ein Blatt Papier und schreib mal all die Gedanken dazu runter, die du dazu hast. Und dann schau genau, was passiert damit? Welches eine Gefühl habe ich bei diesem einen Gedanken? Welche Handlungen mache ich? Welche mache ich nicht? Und welche Ergebnisse schaffe ich damit? Das ist super, super spannend und damit schaffst du es halt, deine gedanklichen Grenzen, deine mentalen Grenzen wirklich auszuweiten und zu sprengen. Also ich hoffe, du hast einen hilfreichen Impuls mitgenommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag, eine wunderschöne Woche. Kommentiere gerne, was für einen Gedanken oder was für eine Situation, die du jetzt schnappst und mal einen Gedankendownload dazu machst. Schreib das einfach runter, pick dir dann einen Gedanken raus und sortiere den. Viel Erfolg damit. Wenn du Fragen dazu hast, schreib die auch in die Kommentare. Ich gehe da später nochmal drauf ein. Und ja, hab eine tolle Woche. Schick mir ein Herzchen. Wenn dir das gefallen hat, teil das Video mit deinen Freunden, wenn die das brauchen, wenn die in Gedankenschleifen festhängen oder sich mentale Käfige gebaut haben, aus denen sie ausbrechen wollen. Und ja, have a good one. Tschüss, ihr Lieben.